Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute haben wir die 5er Baureihe von BMW am Start, genau gesagt F10 und F11. Und wie ich den Diffuser von uns montiere, seht ihr gleich im Anschluss. So, hier habe ich auch schon unseren Diffuser in der Hand. Hier ist der ganz große Vorteil, dass wir hier den Diffuser entwickelt haben, der auch kompatibel mit einer Anhängerkupplung ist, was vorher auf dem Markt nicht gab. Das heißt, ihr könnt jetzt euer Fahrzeug mit einem schönen Diffuser ausstatten und könnt die Anhängerkupplung sogar noch nutzen. Natürlich, bevor wir jetzt das Teil anbauen, müssen wir die Passgenauigkeit wie immer überprüfen. Dafür muss aber der Originaldiffuser runter. Das ist überhaupt auch gar kein Hexenwerk. Was wir dazu brauchen, ist jetzt zunächst mal ein 10er Gabelschlüssel oder hier eine Rätsche und einen Splintzieher. Denn hier im Unterbodenbereich habt ihr einmal die Spreiznähte und hier hinten die Schrauben, die wir jetzt erstmal demontieren. Dann kommt uns hier auch schon die Verblendung entgegen. Legen wir mal zur Seite und dann brauchen wir einen Splintzieher oder einen Kunststoffkeil. Es gibt so viele Namen für das gute Werkzeug. Mit viel Glück könnt ihr den Diffuser auch einfach rausziehen, der ist nur geklipst. Ja, seht ihr, brauche ich nicht mal den Kunststoffkeil dazu und dann einfach abziehen. Et voilà, ging doch total easy. Ganz großer Vorteil natürlich auch, dass man den Stoßfänger dafür nicht extra ausbauen müsse. Dann tauschen wir die guten Stücke mal aus und setzen unseren Diffuser hier an. Wir haben hier die Laschen, die man dementsprechend in die dafür vorgesätigten Löcher einsetzen müsse. Und siehe da, sieht ganz gut aus. Auch hier nochmal der Kanteverlauf, sehr schön. Ein ordentliches Spaltmaß ringsrum. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also bin ich sehr begeistert wieder von der Passgenauigkeit und auch die Kontur vom Fahrzeug wird schön übernommen. Dann geht's weiter mit der Befestigung. Wir haben ja hier hinten die Laschen und im Lieferumfang haben wir hier diese Blechmuttern zusammen mit einer Schraube, die tun wir jetzt hinten an die Lasche dran setzen und somit können wir verhindern, dass der Diffuser während der Fahrt rausgezogen wird. Seht ihr jetzt direkt im Anschluss, wie ich das mir markiere. Jetzt gehen wir hier an die seitliche Lasche dran, die könnt ihr hier neben sehen, wie die sich quasi durchstoßen. Die markiere ich mal jetzt einfach mit dem Stift, wo quasi das Ende ist. Und dann habe ich hier meinen Anhaltspunkt, um die Bohrung für meine Kunststoffmutter zu setzen. Und das machen wir einmal ringsrum im kompletten Bereich von der Lasche. Nachdem wir die Punkte markiert haben, können wir wieder abziehen. Und dann gehen wir hier an die Werkbank. Jetzt hier neben könnt ihr schön sehen, wie die Markierungspunkte laufen. Und dann nehme ich meine Blechmutter und setze die hier so an, damit wir hier genau den Abschluss haben. Und du hier meine Bohrung setzen. Und das machen wir jetzt in der ganzen anderen Lasche natürlich auch. Und dann geht's an die endgültige Montage gleich weiter. Nachdem wir jetzt alle Löcher gebohrt haben, können wir auch die Schutzfolie abziehen. Nicht, dass ihr euch schon gewundert habt, ihr habt ein hochglanzschwarzes Bauteil bestellt und es ist irgendwie matt oder was. Nee, es geht natürlich darum, dass ihr eine ordentliche, kratzerfreie Oberfläche von uns bekommt. Und siehe da, kommt uns ein wunderschönes Hochglanzschwarz entgegen. Und dann geht es wieder zurück ans Auto und dann bauen wir das gute Stück dran. Okay, dann schnappen wir uns noch einen Schlitzschraubenzieher dazu. Denn ein Vorteil ist, wenn wir diese Kunststoffmuttern
ein bisschen spreizen. Dann könnt ihr sie nämlich viel einfacher auf die Lasche aufsetzen. Die erste Klammer wäre nun drin. Hier ist natürlich ganz wichtig, macht es bei allen Klammern auch hier oben. Gerade hier kann der Fahrtwind ja theoretisch den Diffuser rausziehen und da muss das wirklich alles press anliegen. Das könnt ihr euch einmal hier neben jetzt anschauen, wie das aussehen muss in dem Bereich. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, der kann nicht abhauen, hat er keine Chance. Also mache ich jetzt an alle anderen Stelle auch noch. Alternativ, wenn ihr natürlich das Ganze jetzt nicht mit diesen Blechmuttern machen wollt, habt ihr noch die Möglichkeit, einen Heißluftföhn zu nehmen. Heißluftföhn müsst ihr dann von der Temperatur her einstellen können. Macht hier in etwa 60 Grad, das ist ein guter Wert. Macht die Lasche warm und biegt sie einfach um. Und sobald die kalt ist, habt ihr quasi auch so eure Rutschsicherung hergestellt und der Diffusor kann auch nicht abhauen. Also die zweite Möglichkeit habt ihr auch noch. Hab jetzt alle Lasche befestigt und jetzt geht's weiter an die untere Befestigung. Wir haben ja hier die Klipse vorhin demontiert und hier können wir natürlich auch wieder den Anschluss herstellen. Das heißt, wir müssen hier einmal das Loch übernehmen, wie es sitzt. Das machen wir einmal links und rechts. Und im nächsten Step machen wir jetzt wieder die Originalverkleidung drunter. Hier ist wichtig, zieht die Schrauben noch nicht gleich fest, damit ihr noch die Möglichkeit habt, das Ganze hier vorne ein bisschen auszurichten. Und dann habt ihr den Diffusor hier von der Unterseite auch nochmal gesichert. Würde ich sagen, schauen wir uns das Spektakel doch mal auf dem Boden an und vor allem auch, wie die Anhängerkupplung ein- und ausschwingt. Auf dem Boden der Tatsache wieder angekommen, probieren wir doch mal direkt die Anhängerkupplung aus. Wir haben jetzt hier ein Modell, was voll elektronisch ein- und ausschwingt. Wie ihr sehen könnt, ist das alles super schön passend und nirgendwo bleibt die Kupplung dran hängen. Auch hier neben, wenn ihr dann euren Stecker anschließt, habt ihr noch genug Platz hier. Und endlich eine Kombination mit einem ordentlichen Diffusor. Finde ich sehr, sehr geil. Was natürlich jetzt aber wichtig ist, gerade hier beim Modell mit der vollelektronischen Ausführung, wie ihr seht, ist das Ganze dann beim Einfahren etwas wackelig. Da hat er nicht so eine hundertprozentige Führung. Vielleicht ist die Anhängerkupplung auch etwas mehr oder weniger beansprucht worden. Aber ihr seht, es läuft hier wunderschön dran vorbei. Sollte es dennoch hier irgendwo dran schaben, könnt ihr gerade mit einem Stück Schleifpapier das Ganze etwas abtrennen. Im Zweifelsfall, das ABS-Kunststoffmaterial hier gibt sehr gut nach und ihr habt da auch volle Flexibilität und somit kann hier auch nichts ausbrechen. Alles in allem finde ich es super geile Sache. Endlich mal was für die Leute mit Anhängerkupplung. Und ich hoffe, euch hat das Ganze natürlich gefallen. Wenn ja, würden wir uns über ein Like freuen. Teilt den Kanal, abonniert ihn gerne und bleibt am Ball. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Fast hätte ich es vergessen. Und zwar, ihr habt euch schon gewundert, ist bloß die Ausführung für Abgasanlage linksseitig. Auch für die Kollegen mit der Duplex-Anlage oder die M550D-Modelle bekommen von uns natürlich auch einen Diffusor. Ist gerade in der Entstellungsphase, gibt uns noch ein bisschen Zeit und dann können wir euch auch damit ausstatten. Also macht's gut, ciao.